Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Galgenberg in der V2 und ja, aktuell immer noch hier wer am Schuften. Ich habe jetzt den Fendt hier mit seinem Schwader dran, denn wir sind ja mittlerweile beim neuen Tag und werden jetzt wahrscheinlich gleich auf das Feld fahren, beziehungsweise auf die Wiese und werden erstmal ein bisschen Gras und Heu einsammeln. Genau. Weiß ich aber nicht. Ja doch, die müsste schon gemacht sein. Ein tatsächlich neuer Plan von mir ist tatsächlich, hier die Wiese irgendwie zu pachten. Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also ich würde ganz gerne die Wiese pachten und dann hier erstmal eine Hallenerweiterung dran machen. Und dann ein Schafstall platzieren, aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, denn wie wir aktuell auf unserem Konto sehen, ist aktuell eher schlecht mit irgendwas etwas machen. Müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen und genau, da werden wir einfach mal gucken, dass wir mal wieder ein bisschen was machen. Ich wollte auch mal gucken, ob wir irgendwelche Aufträge haben, wo wir vielleicht Geld verdienen können, denn aktuell. Aha. Ah. Das hätte ich ganz gerne. So. Parkstrafen. Nachlass bei Feld. Ah, kann man machen. Vertragsgenerierung. Okay. Dann gucken wir einfach mal. Neue Verträge. Vielleicht ein paar finden. Ballenpressen aus. Ballenpressen, also jetzt habe ich ja gar keinen Bock auf Ballenpressen. Natürlich, sowas wäre nicht schlecht. Aber in irgendeiner Weise sage ich dann auch wieder, nee. Es dauert halt einfach alles viel zu lange. So, aktuelle Ernten haben wir. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, oder? Der Vertrag. Kann ja mal. Details. Wir würden bekommen insgesamt 10.700 würden wir insgesamt bekommen. Oh, hört sich ja erstmal nicht ganz so schlecht an. Frage ist, wo es Feld 13? Könnte man nämlich für Fritz 13 ernten, wenn die nicht ganz so weit weg ist. Also ich hoffe jetzt nicht, dass die hier oben irgendwo ist. Noch nicht der Fall, aber die ist da. Ja, nicht so weit. Wo müsste das denn hingefahren werden? Da? Das muss zu Knöpfle. Ist natürlich die Frage, wo ist hier Knöpfle? Da! Nö. Das ist aber echt erschwinglich. Also das könnten wir eigentlich machen. So, Geräte ausleihen. Und dann gib ihm. Dann machen wir jetzt für Fritz erstmal hier einen Auftrag. Mal gucken, dass wir irgendwie Geld kriegen, weil aktuell ein bisschen blöd ist. Schnappen wir uns den Kollegen hier. Hängen den hinten dran. Und dann. So. Bup, bup. Denke ich auch. Gewichte gibt's nicht. Joa. Was ist das für eine tolle Anzeige? Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist das jetzt für eine komische Anzeige da? Naja. Also hier ist er auf jeden Fall auch gerade am Wachsen. Wir müssten ja auf jeden Fall noch düngen. Das ist ja, glaube ich, noch so eine Sache. Düngen. Und spritzen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann fahren wir jetzt hier links. Würde ich sagen. Hier links hoch. Und hopp. Auf geht's. Genau. So. Kann sogar 10.000 Liter an der aufnehmen. Müssen wir mal gucken. Vorne links und dann hier rein. Okay. Ob wir da jetzt irgendwie einen Kurs einstellen können, ist mir noch fraglich. Werden wir dann sehen, ob wir hier
groß einstellen können oder nicht. Wieder hoch. Also wirklich. Wieso muss denn das hier eigentlich so bergig sein? Kann das nicht ein bisschen flacher sein? Jetzt hier das Feld ist es. Das Feld ist es hier. Können wir mal den Kollegen auspacken hier. Würde ich einfach mal so zu sagen. Das war's. Mehr ist nicht, oder was? Ja. Okay, 4 Reihen nimmt er mit. Aber. Achso, das muss erst rein. Okay. Gut, dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt hier einen Job erstellen. Und zwar CP Feldarbeit. Okay. Ist jetzt aber nicht so toll. Aha, okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Da machen wir jetzt aber mal so 6 Vorgewände. Und so. Ich würde tatsächlich sagen, Startrichtung hält Mitte runter. Bete innen nach außen. Muss ich den Kurs erstmal wieder löschen. Job erstellen. Hier. So sieht's aus. Boah. Reicht so. 6 Vorgewände. Bete innen nach außen. Und dass er jetzt auch von innen nach außen fährt. Das ist die große Frage. Räderversatz, Arbeitsbreite. Aber eigentlich starte ich doch dann vom letzten Wegpunkt, oder? Oder wie sieht das aus? Weil Feld Mitte, bete innen nach außen. Innen nach außen. Ein überspringt, drei probiert. Warum? Uhrzeige. Warte auf Bahnen. Aha, jetzt. Jetzt haben wir es. Einmal alle Wegpunkte bitte. Dann hier. Starten am ersten Wegpunkt. So. Dann müssen wir uns jetzt mal kurz 5000 leihen, die wir uns wahrscheinlich dann wieder zurück, die wir dann noch zurückgeben müssen. In der Hoffnung, dass das reicht. Gut, dann schnappen wir uns jetzt hier den Kollegen und den Fliegel-Anhänger und setzen den auf das erstmal zum Feld. Dann können wir nämlich jetzt gleich weitermachen mit dem Einfahren von unserem Gras. Weil das braucht ja auch noch ein bisschen Zeit. Und wir sind ja jetzt hier schon wieder fast am Ende. Aber was heißt fast am Ende? Noch ein bisschen Zeit, aber wir haben jetzt schon wieder ordentlich Zeit verballert dadurch. Ist jetzt schon wieder ein bisschen blöd. Aber na okay. Gut. Ui. So. Gut. Dann fahren wir jetzt hier hoch. Links und dann. Ja, auch gleich schon wieder da. Gucken, ob der den Anhänger besser hier hochzieht. Also voll willst du den aber auch nicht hier hochziehen, ey. Hätte er jetzt schon mit einem leeren Anhänger zu kämpfen. 30. Ein Apfelsaftstüble. Da können wir Apfelsaft herstellen. Okay. Aber wo kriege ich Apfelsaft her? Also wo kriege ich Äpfel überhaupt her? Apfelsaftproduktion. Okay. Könnte man ja mal gucken, was die kostet. Kann ich nicht so kaufen. So, dann stellen wir uns erstmal hier so an den Rand hin. Hopp. Ich mir mal hier vorne die Apfelsaftproduktion an. So. Genau. Ja, bestimmt hier kaufen, oder?
50.000 kostet das. Das ist aber ordentlich. Dann weiß ich noch nicht mal, wo man Äpfel herbekommt. Weil, also es muss ja dann irgendwie irgendwas geben, wo man Äpfel herbekommt oder anbauen kann. Weil sonst macht ja die ganze Produktion keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel Äpfelbäume oder sowas gibt. Ob es so Apfelbäume gibt? Interessante Frage. Plantagen? Nee. Hier ist ne Bäume. Vielleicht haben wir hier Apfelbäume, aber das kann ich mir hier nicht vorstellen. Das ist tatsächlich eine gute Frage, wo es dann sowas gibt. Oder ob es da irgendwie so Gewächshäuser gibt. Das wäre vielleicht auch eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. So. Dann hier fährt mit dem Ladewagen da auf das Feld. Gib ihm. Aufs Feld und gib ihm. Gut. Dann. Ja. Einmal runterlassen und an. Man sieht auch gleich, wie die Drehzahl hochgeht vom Fendt. Man direkt. Schön. Gut. So. Und dann geht's hier weiter. Da kommt ja auch auf jeden Fall nicht ganz so viel bei rum. Schade. Aber, ist jetzt halt so. 10.000 Liter für einmal außenrum. Ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht das größte Feld, was wir haben. Also, gut, wir haben allgemein nicht so eine großen Felder. Beziehungsweise Wiesen. Ich bin froh, wenn ich überhaupt ein bisschen was zusammenbekomme. Aber wenn ich sehe, was die Kühe im Jahr an Futter benötigen, dann ist es halt schon ein bisschen blöd, wenn man dann ein bisschen Gras von dem Feld runterbekommt. Natürlich muss man auch wieder sagen, wenn wir es düngen würden, dann würde da wahrscheinlich auch mehr rauskommen. Genauso wie wenn wir Siliermittel nutzen würden, würde wahrscheinlich auch mehr bei rumkommen. Aber machen wir halt aktuell nicht. Weil es aktuell nicht vorhanden ist. So. Gut. Und dann geht's hier wieder zurück. Wenn wir den noch voll machen, dann in das Silo kippen. Da, wo schon ein bisschen was drin ist. Kann dann der Rest rein. Und dann haben wir das Feld hier schon mal fertig. Dann können wir gleich mit dem Heu weitermachen. Das wahrscheinlich dann auch gleich zu den Kühen reingeht. Ah, da werden wir noch gucken, ob wir das in den Kühen gleich reinmachen oder noch nicht. Wird sich dann zeigen. So. Und wieder zurück. Hier. Gut. Dann sind zwar hier so um die 16.000 Liter, die wir hier runterbekommen haben. Natürlich muss man sagen, ist halt ein ungedüngtes Feld. Also ist jetzt kein Düngemittel drauf ausgebracht worden. Und deswegen ein wenig. In Anführungszeichen ein bisschen wenig. So, mal das mal alles hier hinkippen. Bisschen. So, dass wir auch noch schieben können. Und dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.